die Petrus-Apokalypse. Und indem er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm die Seinigen. Und wir beteten ihn an und flehten einzeln ihn an und baten ihn, indem wir zu ihm sagten, tue uns kund, was die Zeichen deiner Parousie und des Endes der Welt sind, damit wir erkennen und merken die Zeit deiner Parousie und die nach uns kommenden unterweisen, denen wir das Wort deines Evangeliums predigen und die wir in deiner Kirche einsetzen, damit sie, wenn sie es hören, sich in Acht nehmen, dass sie merken die Zeit deiner Parousie. Und der Herr antwortete uns, indem er zu uns sagte, gebt Acht, dass man euch nicht verführe und dass ihr nicht Zweifler werdet und anderen Göttern dienet. Viele werden kommen in meinem Namen, indem sie sagen, ich bin Christus. Glaubet ihnen nicht und nähert euch ihnen nicht, denn die Parousie des Gottessohnes wird nicht offenbar sein, sondern wie der Blitz, der scheint vom Osten bis zum Westen. So werde ich kommen auf der Wolke des Himmels mit großem Heer in meiner Herrlichkeit. Indem mein Herz vor meinem Angesicht hergeht, werde ich kommen in meiner Herrlichkeit. Indem ich siebenmal so hell wie die Sonne leuchte, werde ich kommen in meiner Herrlichkeit mit allen meinen Heiligen, meinen Engeln, wenn mein Vater mir eine Krone aufs Haupt setzt, damit ich richte die Lebendigen und die Toten und jedem vergelte nach seinem Tun. Und ihr nehmet von dem Feigenbaum das Gleichnis davon. Sobald sein Spross hervorgekommen und seine Zweige getrieben sind, wird eintreten das Ende der Welt. Und ich, Petrus, antwortete ihm und sagte zu ihm, deute mir betreffs des Feigenbaums und woran wir erkennen. Denn alle seine Tage hindurch sprosst der Feigenbaum, und jedes Jahr bringt er seine Frucht seinen Herren. Was bedeutet also das Gleichnis vom Feigenbaum? Wir wissen es nicht. Und es antwortete mir der Meister und sagte zu mir, verstehst du nicht, dass der Feigenbaum das Haus Israel ist? Wie ein Mann in seinem Garten einen Feigenbaum gepflanzt hatte, und er brachte nicht Frucht. Und er suchte seine Frucht lange Jahre. Und da er sie nicht fand, sagte er zu dem Hüter seines Gartens, reiß diese Feige aus, damit sie uns nicht unser Land unfruchtbar sein lässt. Und der Gärtner sagte zu Gott, wir Diener wollen ihn vom Unkraut reinigen und den Boden unter ihm umgraben und ihn mit Wasser begießen. Wenn er dann nicht Frucht bringt, wollen wir sogleich seine Wurzeln aus dem Garten entfernen und einen anderen an seine Stadt pflanzen. Hast du nicht begriffen, dass der Feigenbaum das Haus Israel ist? Wahrlich, ich sage dir, wenn seine Zweige getrieben haben am Ende, werden lügnerische Christusse kommen und die Hoffnung erwecken mit den Worten, ich bin Christus, der ich einst in die Welt gekommen bin. Und wenn sie die Bosheit seines jedes falschen Christus tun sehen, werden sie sich abwenden hinter ihn her und den verleugnen, dem unsere Väter Lobpreis sagten, die den ersten Christus kreuzigten und damit schwer sündigten. Dieser Lügnerische ist aber nicht Christus. Und wenn sie ihn verschmähen, wird er mit Schwertern, Dolchen morden, und es wird viele Märtyrer geben. Alsdann werden die Zweige des Feigenbaums, das heißt des Hauses Israels, treiben. Allein es werden viele durch seine Hand Märtyrer werden. Sie werden sterben und Märtyrer werden. Henoch und Elias werden gesandt werden, um sie zu belehren, dass das der Verführer ist, den die Welt kommen und Zeichen und Wunder tun muss, um zu verführen. Und deshalb werden diese, welche durch seine Hand gestorben sind, Märtyrer. Und werden gerechnet zu den guten, gerechten Märtyrern, welche Gott in ihrem Leben gefallen haben. Und er zeigte mir in seiner Rechten die Seelen von allen Menschen und auf seiner rechten Handfläche das Bild von dem, was sich am jüngsten Tage erfüllen wird. Und wie die Gerechten und die Sünder geschieden werden und wie diejenigen tun werden, die rechten Herzens sind und wie die Übeltäter für alle Ewigkeit ausgerottet werden. Wir sahen, wie die Sünder in großer Betrübnis und Trauer weinten, bis alle, die es mit ihren eigenen Augen sahen, weinten, seien es Gerechte oder Engel oder auch er selbst. Ich aber fragte ihn und sagte zu ihm, O Herr, erlaube mir, dass ich in Betreff dieser Sünder dein Wort sage, es wäre ihnen besser, sie wären nicht geschaffen. Und der Heiland antwortete mir und sagte zu mir, O Petrus, warum redest du so? Das Nicht-Geschaffensein wäre ihnen besser. Du bist es, der wider Gott streitet. Du würdest dich seines Gebildes nicht mehr erbarmen als er. Denn er hat sie geschaffen und hat sie aus dem Nichtsein ins Dasein gebracht. Und weil du gesehen hast, die Klage, welche die Sünder treffen wird in den letzten Tagen, darum ist dein Herz betrübt. Aber ich will dir ihr Tun zeigen, mit dem sie sich an dem Höchsten versündigt haben. Sieh jetzt, was sie treffen wird in den letzten Tagen, wenn der Tag Gottes kommt.
Und am Tage der Entscheidung des Gerichtes Gottes werden alle Menschenkinder von Osten bis zum Westen von meinem Vater, dem ewig Lebendigen, versammelt werden. Und er wird der Hölle gebieten, dass sie ihre stählernen Riegel öffnet und alles, was in ihr ist, zurückgibt. Und den wilden Tieren und Vögeln wird er gebieten, dass sie alles Fleisch, was sie gefressen haben, zurückgeben, dem er will, dass die Menschen wieder sichtbar werden. Denn nichts geht für Gott zugrunde und nichts ist ihm unmöglich, da alles sein ist. Denn alles geschieht am Tage der Entscheidung, am Tage des Gerichtes mit dem Sprechen Gottes. Und alles geschieht, wie er die Welt schafft. Und alles, was darin ist, hat er geboten. Und alles geschah. Ebenso in den letzten Tagen, denn alles ist Gott möglich. Und also sagt er in der Schrift: Menschenkind, weissage über die einzelnen Gebeine und sage zu den Knochen: Knochen zu den Knochen in Glieder. Muskeln, Nerven, Fleisch und Haut und Haare darauf. Und Seele und Geist soll der große Urahel auf Befehl Gottes geben. Denn ihn hat Gott bestellt bei der Auferstehung der Toten am Tage des Gerichtes. Sehet und bedenkt die Samenkörner, die in die Erde gesät sind. Wie etwas Trockenes, das seelenlos ist, sät man sie in die Erde. Und sie leben auf, bringen Frucht und die Erde gibt sie wieder wie ein anvertrautes Pfand. Und dieses, was stirbt, was als Same in die Erde gesät wird, lebendig wird und dem Leben zurückgegeben wird, ist der Mensch. Wie viel mehr wird Gott die an ihn Gläubigen und von ihm Erwählten, um deretwillen er die Erde gemacht hat, auferwecken am Tage der Entscheidung. Und alles wird die Erde wiedergeben am Tage der Entscheidung, weil sie in ihm zugleich mitgerichtet werden soll und der Himmel mit ihr. Und es wird geschehen am Tage des Gerichtes derer, die abgefallen sind vom Glauben an Gott und die Sünde getan haben. Feuerkatarakte werden losgelassen und Dunkel und Finsternis wird eintreten und die ganze Welt bekleiden und einhüllen. Und die Wasser werden sich verwandeln und gegeben werden in feurige Kohlen und alles in der Erde wird brennen. Und das Meer wird zu Feuer werden, unter dem Himmel ein bitteres Feuer, das nicht verlöscht und fließt zum Gericht des Zorns. Und die Sterne werden zerfließen durch Feuersflammen, als ob sie nicht geschaffen wären. Und die Festen des Himmels werden aus Mangel an Wasser dahingehen und werden wie ungeschaffen. Der Himmel wird zu Blitzen werden und seine Blitze werden die Welt erschrecken. Und der Geist der Leichname wird ihnen gleichen und auf Befehl Gottes Feuer werden. Und sobald die ganze Schöpfung sich auflöst, werden die Menschen im Osten nach Westen fliehen und die im Westen nach Osten fliehen. Und die im Süden werden nach Norden fliehen und die im Norden nach Süden. Und überall wird sie der Zorn schrecklichen Feuers treffen. Und indem eine unverlöschliche Flamme sie treibt, bringt sie sie zum Zorngericht in den Bach unverlöschlichen Feuers, der fließt, in dem Feuer darin flammt, und indem seine Wogen sich eine von der anderen im Sieden trennen, entsteht viel Zähneknirschen der Menschenkinder. Und alle werden sehen, wie wir auf ewig glänzender Wolke kommen, und die Engel Gottes, die mit mir sitzen, werden auf dem Thron meiner Herrlichkeit zu Rechten meines himmlischen Vaters. Der wird eine Krone auf mein Haupt setzen. Sobald das die Völker sehen, werden sie weinen, jedes Volk für sich. Und er wird ihnen befehlen, dass sie in den Feuerbach gehen, während die Taten jedes Einzelnen von ihnen vor ihnen stehen. Es wird vergolten werden einem jeden nach seinem Tun. Betreffs des Erwählten, die Gutes getan haben, sie werden zu mir kommen, indem sie den Tod verzehrenden Feuers nicht sehen werden. Die Bösewichter, Sünder und Heuchler aber werden in den Tiefen nicht verschwindender Finsternis stehen. Und ihre Strafe ist das Feuer. Und Engel bringen ihre Sünden herbei und bestreiten ihnen einen Ort, wo sie für immer bestraft werden, je nach ihrer Versündigung. Der Engel Gottes Urahel bringt die Seelen derjenigen Sünder, die in der Sinnflut umgekommen sind, und aller, die in allen Götzen, jeglichem Gussbild, jeglicher Liebe und in Bildern, und derer, die auf allen Hügeln und in Steinen und am Wege wohnen, die man Götter nannte, man wird sie mit den Gegenständen, in denen sie hausten, in ewigem Feuer verbrennen. Nachdem alle mit ihrer Wohnstätte zugrunde gegangen sind, wird man sie ewig strafen. Dann werden Männer und Weiber an den ihnen bereiteten Ort kommen. An ihrer Zunge, mit der sie den Weg der Gerechtigkeit gelästert haben, wird man sie aufhängen. Man bereitet ihnen ein nie verlöschendes Feuer. Und siehe wiederum ein Ort, da ist eine volle große Grube. Darin die, welche verleugnet haben die Gerechtigkeit. Und Strafengel suchen sie heim, und hier in ihr zünden sie das Feuer ihrer Strafe an. Und wiederum zwei Weiber, man hängt sie in ihren Nacken und Haaren auf, in die Grube wirft man sie.
Das sind die, welche sich Haarflechten gemacht haben, nicht zur Schaffung des Schönen, sondern um sich zur Hurerei zu wenden, damit sie fingen Männerseelen zum Verderben. Und die Männer, die sich mit ihnen in Hurereien niedergelegt haben, hängt man an ihren Schenkeln in diesem brennenden Ort. Und sie sagen untereinander, wir haben nicht gewusst, dass wir in diese ewige Pein kommen müssen. Und die Mörder und die mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht haben, wirft man ins Feuer, an einen Ort, der angefüllt ist mit giftigen Tieren. Und sie werden gequält ohne Ruhe, indem sie ihre Schmerzen fühlen und ihr Gewürm ist so zahlreich wie eine finstere Wolke. Und der Engel Israel bringt die Seelen der Getöteten herbei. Und sie sehen die Qual derer, die sie getötet haben. Und sie sagen untereinander, Gerechtigkeit und Recht ist das Gericht Gottes. Denn wir haben es zwar gehört, aber nicht geglaubt, dass wir in diesen ewigen Gerichtsort kommen würden. Und bei dieser Flamme ist eine große und sehr tiefe Grube. Und es fließt alles von überall her hinein. Gericht und Schauderhaftes und Aussonderungen. Und die Weiber sind verschlungen davon bis an ihren Nacken und werden bestraft mit großem Schmerz. Das sind also die, welche ihre Kinder abtreiben und das Werk Gottes, das er geschaffen hat, verderben. Gegenüber von ihnen ist ein anderer Ort, wo ihre Kinder sitzen, aber beide lebendig, und sie schreien zu Gott. Und Blitze gehen aus von diesen Kindern, welche die Augen derer durchbohren, welche durch diese Hurerei ihren Untergang bewirkt haben. Andere Männer und Weiber stehen nackt oberhalb davon, und ihre Kinder stehen hier ihnen gegenüber in einem Ort des Entzückens. Und sie seufzen und schreien zu Gott wegen ihrer Eltern. Das sind die, welche vernachlässigt und verflucht und deine Gebote übertreten haben. Und sie töteten uns und fluchten dem Engel, der uns geschaffen hatte, und hängten uns auf. Und sie enthielten das Licht, das du für alle bestimmt hast, uns vor. Und die Milch ihrer Mütter fließt von ihren Brüsten und gerinnt und stinkt, und daraus gehen fleischfressende Tiere hervor. Und sie gehen heraus, wenden sich und quälen sie in Ewigkeit mit ihren Männern, weil sie verlassen haben das Gebot Gottes und ihre Kinder getötet haben. Und ihre Kinder wird man dem Engel Themlakos geben, und die sie getötet haben, wird man ewig quälen, weil Gott es so will. Es bringt der Zornengel Israel Männer und Weiber zur Hälfte des Körpers, brennend, und wirft sie an einen Ort der Finsternis, der Hölle der Männer. Und ein Geist des Zornes züchtigt sie mit jeglicher Züchtigung, und nimmer schlafendes Gewürm frisst ihre Eingeweide. Das sind die Verfolger und Verräter meiner Gerechten. Und bei denen, die hier waren, andere Männer und Weiber, die kauen ihre Zunge, und man quält sie mit glühendem Eisen und verbrennt ihre Augen. Das sind die Lästerer und Zweifler an meiner Gerechtigkeit. Anderen Männern und Weibern, und ihre Taten bestanden in Betrug, schneidet man die Lippen ab, und Feuer geht in ihren Mund und in ihre Eingeweide. Das sind die, welche die Märtyrer getötet haben, lügnerischerweise. Und an einem nahe bei ihnen gelegenen Orte, auf dem Steine, eine Feuersäule, und die Säule ist spitzer als Schwerter, Männer und Weiber, die man kleidet in Plunder und schmutzige Lumpen und darauf wirft, damit sie das Gericht unvergänglicher Qual erleiden. Das sind die, welche vertrauen auf ihren Reichtum und Witwen und das Weib mit Waisen, verachtet haben Gott ins Angesicht. Und an einem anderen Ort, dabei wirft man mit Ausscheidung Gesättigte, Männer und Weiber hinein bis an die Knie. Das sind die, welche leihen und Zins nehmen. Und andere Männer und Weiber stoßen sich selbst von einer Höhe herunter und kehren wieder zurück und laufen, und Dämonen treiben sie an. Das sind die Götzendiener, und man stellt sie an das Ende des Abhanges, und sie stürzen sich hinab. Und also tun sie fortwährend, in Ewigkeit werden sie gequält. Das sind die, welche ihr Fleisch geschnitten haben als Apostel eines Mannes, und die Weiber, die mit ihnen waren. Und darin die Männer, die wie Weiber sich untereinander befleckt haben. Und bei jenem Abhang war ein Ort, erfüllt von dem mächtigsten Feuer. Und dort standen Männer, welche sich mit ihren eigenen Händen Bilder anstelle Gottes geschnitzt hatten. Und bei jenen waren andere Männer und Frauen, welche glühende Ruten hatten und einander schlugen und nie Ruhe hatten von dieser Qual. Und nah bei jenen waren wieder andere Männer und Frauen, welche gebrannt und im Feuer gewendet und gebacken wurden. Das waren die, welche den Weg Gottes verlassen hatten. Und ein anderer sehr hoher Ort war von lodernden Flammen umgeben. Die Männer und Weiber, welche einen Fehltritt begehen, gehen rollend hinunter dahin, wo der Schrecken ist. Und wiederum, indem das bereitete Feuer fließt, steigen sie herauf und wieder herab und wiederholen so das Rollen, so werden sie gestraft in Ewigkeit. Das sind also die, welche Vater und Mutter nicht geehrt haben und freiwillig sich ihrer enthalten haben. Deshalb werden sie gestraft ewiglich.
Weiter bringt der Engel Israel Kinder und Jungfrauen, um ihnen die Bestraften zu zeigen. Sie werden bestraft mit Schmerz und Aufhängen und vielen Wunden, die ihnen fleischfressende Vögel beibringen. Das sind die, welche trauen auf ihre Sünde, ihren Eltern nicht gehorsam sind und die Lehre ihrer Väter nicht befolgen und, die älter sind als sie, nicht ehren. Bei ihnen Jungfrauen und die bekleiden sich mit Finsternis als Kleidern und sie werden ernst bestraft, ihr Fleisch wird auseinandergerissen. Das sind die, welche ihre Jungfrauenschaft nicht bewahren bis dahin, wo sie in die Ehe gegeben werden. Sie werden mit dieser Strafe bestraft, indem sie fühlen. Und wiederum andere Männer und Frauen, welche ruhelos ihre Zunge zerkauen, indem sie gequält werden mit ewigem Feuer. Das sind die Sklaven, welche ihren Herren nicht gehorsam gewesen sind. Dies ist also ihr Gericht für ewiglich. Und bei dieser Qual sind blinde und stumme Männer und Weiber, deren Gewand weiß ist. Dann fächen sie sich gegenseitig zusammen und fallen auf Kohlen nicht verlöschenden Feuers. Das sind die, welche Almosen geben und sagen, wir sind gerecht vor Gott, während sie doch der Gerechtigkeit nicht nachgetrachtet haben. Der Engel Gottes Israel lässt herausgehen aus dieser Flamme und stellt hin das Gericht der Entscheidung. Dies ist also ihr Gericht, und ein Feuerbach fließt, und es zieht herunter alle Gerichteten mitten in den Bach. Und es stellt sie dorthin Urael. Und Feuerräder gibt er, und Männer und Weiber daran aufgehängt durch die Kraft seines Rollens. Die in der Grube sind, brennen, das sind nämlich die Zauberer und Zauberinnen. Diese Räder sind bei aller Entscheidung durch Feuer ohne Zahl. Darauf brachten Engel meine Auserwählten und Gerechten, die vollkommen sind in aller Gerechtigkeit, indem sie sie trugen auf ihren Händen, indem sie bekleidet waren mit den Kleidern des ewigen Lebens. Sie sehren ihre Lust an jenen, die ihn gehasst haben, indem er sie bestraft. Qual ist einem jeden in Ewigkeit nach seinem Tun. Und alle, die in der Qual sind, sagen einstimmig, erbarm dich unser, denn jetzt haben wir erkannt das Gericht Gottes, das er uns vorher angekündigt hat und wir nicht geglaubt haben. Es kommt der Engel Tartarus und züchtigt sie mit noch größerer Qual und sagt zu ihnen, jetzt habt ihr Reue, wo es nicht mehr Zeit zur Reue gibt und nichts vom Leben übrig geblieben ist. Und alle sagen, gerecht ist das Gericht Gottes, denn wir haben gehört und erkannt, das Gut ist sein Gericht, denn wir werden gestraft nach unserem Tun. Dann werde ich meinen Erwählten und Gerechten die Taufe und das Heil geben, um das sie mich gebeten haben bei dem Gefilde. Akrosia, das man nennt, Aneslaseia. Sie schmücken mit Blumen das Teil der Gerechten und ich gehe, indem ich mich mit ihnen erfreue. Ich lasse eintreten die Völker in mein ewiges Reich und erweise ihnen das Ewige, worauf ich ihre Hoffnung gerichtet habe, ich und mein himmlischer Vater. Ich habe es Petrus zu dir geredet und dir kundgetan. Geh hinaus also und wandere also in die Stadt des Westens in den Weinbergen, den ich dir sagen werde. Aus den Händen meines Sohnes, der ohne Sünde ist, damit geheiligt werde sein Werk, der Untergang. Und du bist auserwählt in der Hoffnung, auf welche ich habe hoffen lassen. Und sende also in alle Welt meine Botschaft in Frieden, denn es hat sich gefreut der Quell meines Wortes, die Hoffnung des Lebens, und plötzlich ist die Welt entrafft. Und es sprach zu mir, mein Herr Jesus Christus, unser König, lasst uns auf den heiligen Berg gehen. Und seine Jünger kamen mit ihm, indem sie beteten. Und siehe, da waren zwei Männer, und wir konnten ihr Angesicht nicht ansehen. Denn von ihnen geht ein Licht aus, das mehr leuchtet wie die Sonne, und auch ihre Gewänder waren glänzend. Und man kann es nicht beschreiben, und es gibt nicht etwas ausreichend damit Vergleichbares in dieser Welt. Die Herrlichkeit war so groß, dass ein Mund nicht aussagen kann die Schönheit ihrer Form. Denn staunenswert war ihr Aussehen und wunderbar. Und der andere Große, sage ich, leuchtet in seinem Aussehen mehr als Hagel. Rosenblume ist das Gleichnis der Farbe seines Aussehens und seines Leibes. Und auf seinen Schultern und an ihrer Stirn war ein Kranz von Narde, ein Flechtwerk aus schönen Blumen. Wie der Regenbogen war sein Haar mit Wasser, so war die Anmut seines Antlitzes, und geschmückt war er mit jeglichem Schmuck. Und als wir sie plötzlich sahen, wunderten wir uns. Und ich trat zu Gott, Jesus Christus, und sagte zu ihm, »Mein Herr, wer ist das?« Und er sagte zu mir, das ist Moses und Elias. Und ich sagte zu ihm, wo sind denn Abraham, Isaak, Jakob und die anderen gerechten Väter? Und er zeigte uns einen großen geöffneten Garten,
Er war voll von schönen Bäumen und gesegneten Früchten, voll von Duft, von Wohlgerüchen. Sein Duft war schön und sein Duft reichte zu uns. Und es sagte zu mir der Herr und Gott Jesus Christus: Hast du gesehen die Scharen der Väter? Wie ihre Ruhe ist, so ist die Ehre und Herrlichkeit derer, die man um meiner Gerechtigkeit willen verfolgt. Und ich ward froh und glaubte, was geschrieben ist im Buch meines Herrn Jesus Christus. Und ich sagte zu ihm: Mein Herr, willst du, dass ich drei Hütten hier mache? Eine dir, eine Moses, eine Elias? Und er sagte zu mir im Zorn: Satan führt gegen dich Krieg, und er hat dein Denken verschleiert, und die Güter dieser Welt besiegen dich. Deine Augen sollen also geöffnet sein und deine Ohren sich auftun, dass eine Hütte ist, die nicht Menschenhand gemacht ist, die gemacht mein himmlischer Vater mir und den Erwählten. Und wir sahen es voll Freude. Und siehe, plötzlich kam eine Stimme vom Himmel, indem sie sagte: Dies ist mein Sohn, den ich liebe und an dem ich gefallen habe. Und es kam eine so große und sehr weiße Wolke über mein Haupt und nahm unser Herrn und Moses und Elias fort. Und ich erbebte und entsetzte mich, und wir blickten auf, und der Himmel öffnete sich. Und wir sahen Menschen im Fleische, und sie kamen und begrüßten unseren Herrn und Moses und Elias und gingen in den zweiten Himmel. Und erfüllt war das Wort der Schrift: Dieses Geschlecht sucht ihn und sucht das Antlitz Gottes. Und große Furcht und großes Entsetzen trat an im Himmel. Die Engel scharten sich zusammen, damit erfüllt wurde das Wort der Schrift, das sagt: Öffnet die Tore, ihr Fürsten. Darauf wurde der Himmel geschlossen, der geöffnet worden war. Und wir beteten und gingen vom Berg herab, indem wir Gott priesen, der die Namen der Gerechten im Himmel in das Buch des Lebens eingeschrieben hat.